Hallo und herzlich willkommen zurück bei Triple Seven. Mein Name ist Marcel. Bei mir sind Marvin, Hubi und Luke irgendwo im Hintergrund. Und Hubi darf seine Geschichte weiter erzählen. alle Fälle genau. Und sobald du einmal den Kontakt zwischen Headset und der Ladestation verlierst, während du updatest, ja, wird das Headset gecrashed. Wow. Geil. So. Und was aber auch möglich ist, weil der Kontakt sehr, sehr schwach ist. Also wenn du da aus Versehen irgendwie gegenkommst, verliert er automatisch sofort die Stromversorgung. Also Doppel-Wow. Alle Fälle war das, genau, das Headset wurde gecrashed halt so, ne? Ich konnte halt nichts mehr updaten, nichts. Ich saß hier wirklich den Abend mehrere Stunden, hab's probiert irgendwie hinzukriegen. Ja, und jetzt darf ich das zurückschicken. Aber ich sag mal so, wenn du fast 300 Euro für ein Headset ausgibst, erwartest du so eine Scheiße nicht. Viel zu viel, Alter. Aber ja, halt viel Astro, zu viel. Also, ja, ich weiß, dass es viel zu viel ist. Ich bin auch unzufrieden mit meinem Astro und ich habe auch 230 hingelegt, Alter. Welches hast du dir denn geholt? Also, ich weiß gar nicht, was für ein Astro das war. Das war A40? Ich glaube, es ist A40 müsste es gewesen sein. Ist doch aber kabelgebunden bei dir, ne? Ja, kabelgebunden. Ah. So, und ich habe mir jetzt dafür das Razer geholt. Das Razer Thresher Ultimate, was für PS4 ist. Und ist auch kabellos, hat auch so einen Ständer quasi und funktioniert alles perfekt halt so. Also muss ich echt sagen. Also, ja. Und es kostet über 100 Euro weniger. Also muss man einfach mal so sagen. Hast zwar nicht so eine fancy Ladestation, aber. Ja. Also. Dann mach ich das. Dup, 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 dup. Also zur Erklärung, warum es übrigens kein Liga-Rennen ist. Wir haben uns von den Dullis getrennt und machen jetzt unser eigenes Ding. Weil wir generell Diktatur hassen. Ja gut, aber wir wurden ja auch. Ja, ich meine, teilweise, also es ging ja eigentlich damit los, dass Hubi und Luke gegangen wurden. Und Timo wurde gegangen. Und ich bin freiwillig gegangen und Marv ist auch freiwillig gegangen, glaube ich. Ne? Ja. Ja, halt. Ohne Erklärung, halt. Ist halt nice. Ich hab was vergessen. Nein, Luke, warum? Ich hab mein Setup vergessen. Oh, stimmt, meins auch. Oder hab ich noch mein altes? Ich hab noch irgendeins drin, ich werde einfach das benutzen. Ich meine, ich glaube, ich für Australien nicht mein Setup. Ich meine, ich bin eh größtenteils ohne Fahrhilfen unterwegs. Ich brauche kein Setup. Ja. Ich fahre eher ganz oft an die Box. Ja, also Setup ist hier. Außer Luke, wir fahren aus Spaß und nicht aus Siegeswillen. Ja, da brauchst du kein Setup. Ja, aber ich werde trotzdem nicht sterben, so weißt du. Naja, ich sag mal so, wir fahren aus Spaß, aber gewinnen würde ich trotzdem ganz gern. Ja, klar. Ja. Aber Bolidenleistung ist trotzdem gleich, okay. Gut. Das ist Syrement. Als ob wir hier mit unseren Kackkarren dann gegen Ferraris fahren. Ja, ja. Naja, nee, weil sonst hätte ich auch einfach den Red Bull genommen halt so. Aber... So. Danke, Torbi. Viel Spaß dir. Mal schauen. Mich würde ja trotzdem rein theoretisch mal interessieren, wie viele Leute mitfahren, wo ich die Namen nicht nennen möchte. Das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht. Aber machen wir jetzt eigentlich schon ein Rennen, ja, oder? Ja, wir machen ein Rennen. Nur ein Rennen, Das wäre viel zu viel Zeit mit dem Qualifying. Ja, wir fahren immer ein Rennen und auch nur 51% Rennen, so wie wir es damals machen. Back to the roots und shit. Ja, dafür doppelte Punkte. Müssen wir uns auch noch aufschreiben. Ja, das macht. Oder kann man eigentlich so ein Mehrspieler-Dings, kann man das irgendwie speichern? Ja, kannst du, aber dann müssen dann nicht alle anwesend sein. Ich weiß. Oder wie war das gewesen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ja, wenn ihr anwesend ist. Ja, achso, du meinst dieses Liga-Ding, ja. Theoretisch kannst du das so machen, aber ich mach's einfach manuell. Also ich mach dann wieder eine neue Tabelle. Oder hatte ich ein Australien-Setup? Welche Strecke zu Australien ist ziemlich gleich? Ich hab sogar ein Australien-Setup, nice. Ich hatte auch eins, aber mal gucken, wie das so ist. Nein, halt, stopp! Spanien ist doch gleich, oder? Ja, ja. Spanien ist doch gleich für Australien. Absolut! In Monaco.
Ah, oder ist Ungarn? Noch. Ist Ungarn gleich zu Spanien, zu Australien? Ungarn vielleicht? Mhm. Kannst du die vergleichen? So nee, ich muss schwierig. Also erstmal locker flockig in Q2 kommen. Ja. Das ist Ziel Nummer 1. Ach du Scheiße, ich habe 16 Runden Benzin dabei. Hups. Das könnte interessant werden. Ein von. Also wenn ich das jetzt nochmal richtig verstehe, ne? Wenn ich jetzt mit den Roten fahre, rein theoretisch, ja, in Q2 komme, aber in Q2 schnell genug bin, mit den gelben Reifen in Q3 zu kommen, kann ich auf gelb starten. Das ist vollkommen korrekt. Du startest mit den Reifen, die du in Q2 benutzt. Okay. Genau, gut. Also die deine schnellste Runde in Q2 ergaben. 2. Okay. Okay. Geräusche, Alter. Wahnsinnig Geräusche. Irgendwelche Geräusche? Ach, viel zu früh gebremst. Der Bremspunkt hier ist viel später. Du meinst du die Stimme aus dem Kopf? Hier? Ja. Marcel? Hä? Bist du der Renault-Baum hier? Kann sein, wenn... ja, bin ich. Okay. Mal schauen. Ey, wenn du die ganze Zeit, die ganzen letzten Tage nur Need for Speed gespielt hast, ist das hier echt gerade eine Umstellung. Ja. Alter. Du musst driften, immer driften. Ja, Déjà-vu. Ich finde, das Need for Speed vom Drift-Verhältnis erinnert mich ein bisschen an Hot Pursuit. Ja. Aber ich bin ehrlich, ich hasse das Driften in diesem Spiel, Lukas. Ja, also, wie fühlt sich eigentlich die Steuerung so an? Fühlt sich so schwammig an wie der letzte Need for Speed-Teil, oder? Ich habe den letzten nicht gespielt, aber ich finde, dass es richtig schwer ist zu driften, weil, ich weiß nicht, oder ich bin einfach zu dumm dafür. Also, das Problem ist, die Steuerung dafür ist ziemlich einfach, aber du verlierst schnell mit dem Auto immer den Driftpunkt quasi. Nee, ich habe den letzten, meine ich nicht, meine vorletzten habe ich gespielt. Der No Need for Speed hieß, war doch der vorletzte, oder? Gab einer, hieß No Need for Speed. Der letzte war ja Need for Speed irgendwas, wo man hier mit den Lootboxen so rumgemeckert hat. Ja, der letzte war Paycheck oder wie der hieß, Payback oder so. Davor, den habe ich gespielt. Paycheck? Ja, Gubi kriegt Gehalt. So, Payback. So schwammig. Ja. Das ist einfach nie gemocht, so vom Fahren her. Ja, aber wie blöd sich ein Einspiel so angefühlt. Kubica, unser Held! Der Torpedo. Oh, damit. Boah, dass die Runde zählt, ist jetzt schon, okay. Mittel ist schon. Oh Gott, wie schlecht. Wieder verkackt. Oh, hu. 9. Oh, oh. Okay. RIP. Alles klar. Alter, aber wie ich alles mich klar. Hat, Alter, ich hab was mich überschlagen. Alter. Alter. Steh mitten auf der Strecke. Oh ja. Also Marvin, wenn du eine zweite Konsole hast, kannst du Call of Duty jetzt nochmal anschmeißen. Ja, ja, einfach ich. Alter, Junge, ich hab's überschlagen, Alter, wie ich mich so hochgehebelt hat, ey.
Aber es war auch dumm, Alter, mitten beim Rutschen, Alter, denke ich mir so, oh ja, DHS aktivieren. Und damit ich halt recht wegfliege, Alter. Oh, ja, keine Ahnung, das war schon. Mach ich auch immer so, oh, ich rutsche, jetzt mach ich erstmal DHS an. Kein Problem. Ja. War das nach der schnellen Links-Rechts-Kurve? Ja. Im dritten Sektor? Ja, ja, okay. Stimmt, hier ist ja 60 km/h. Anni schickt mir Nachrichten. Ich kann ja was zu trinken holen, ich komm gleich wieder. Da kann ich sogar erstmal schnell ein Abendbrot essen, ne? Oder nur 12 Minuten. Komm gleich wieder. Slap so far is a 127.4. Carlos aktuell Platz 5, so gefällt mir das. Carlos! So. Ich brauche mal andere Reifen hier. Gib mir mal das und weniger Benzin, deutlich weniger Benzin. Deutlich weniger Benzin. Aha. Anni Anka freut sich sehr darüber, dass du auch so ein Lando-Fan bist. Nice. So. Ich bin auf dem Temporadar nur 15. Lutscher. Ja, vor einer Zeit bin ich trotzdem Erster. Das stimmt. Wie viel Abstand habe ich denn zum 15.? 1,7. Eigentlich sollte das reichen. Ja, da musst du jetzt nicht nochmal rausfahren. Ich nehme mal die. Vorteil ist natürlich, dass wir jetzt immer mit 20 Autos fahren werden, halt so, ne? Das stimmt, das Feld ist immer voll. Ah, hinter mir ist so ein Alpha reingefahren. Oh. Ubi, warum fährst du noch mal raus? Einfach nur Zeitvertreib. Alles klar. Alter. Hatte ich Glück gehabt. Aber dass du noch lebst, ey. Das war ein Zeichen. Lass es. Ja, ja. Warum fährst du auf hart? Ja, ich muss mich erstmal reinfinden. Die erste Runde, okay. Ach, scheiße. Ach, nee, doch, alles richtig gemacht. Dann sagst du mir, Lutscher, weil ich 15 auf dem Temporadar bin, du bist 19 da. Ja, ich hab Fahrhilfe aus, okay? Liverpool führt schon 1-0 gegen City nach 6 Minuten. Wolfsburg hat wieder verloren. Die haben, ja. Ja, weißt du, wer noch wieder verloren hat? Hannover wundert mich nicht. Und nicht mal wenig. Die haben ganz schön aufs Fressbrett gekriegt. Ja. Aber. Haben sich anders verdient. Wurde Doppelbestrafung nicht abgeschafft?
Oh, diese Kurven verkacke ich jedes Mal. So eine Scheiße. Weiß ich nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich weiß nur, dass Kleindienst einen großen Dienst heute erwiesen hat. Mit zwei Toren. Ich dachte, die Doppelbestrafung wäre abgeschafft worden, weil die haben Elfmeter bekommen und wir haben eine rote kassiert. War es gelb-rot vielleicht? Nee, nein, war glatt-rot. Das ist bitter. War es Notbremse? Dann, ja, wenn es Notbremse war, letzter Mann, dann muss er ja rot geben wiederum. Ja. Ja, aber ich dachte, Doppelbestrafung wäre abgeschafft worden, dass wenn Elfmeter ist, dann noch eine gelbe dazu. Liegt, glaube ich, immer noch im Ermessen des Schiedsrichters. Sie versuchen es möglichst zu vermeiden. Aber ich glaube nicht, dass es komplett verboten ist. Also wenn, jetzt mal als Beispiel, wenn Hannover, ne, irgendwie Notbremse macht und dem Gegenspieler fällt fast das Bein ab, weil er so hart reingrätscht, ja. Weiß ich nicht, ob man da dann noch. Der hat ihn geschubst, ist halt so leicht. Achso, ja. Apropos Marcel, da müssen wir noch reden. Oh, nee. Was? Bitte nicht. Doch. Du weißt genau, was ich meine, oder? Bitte nicht. Was war das denn gestern für eine Verarsche vom Videoschiedsrichter? Ach, ich habe mich gestern wieder mehr als genug über den scheiß Videoschiri aufgeregt. Das ist so eine Frechheit. Einfach. Handspiele werden generell irgendwie, bei Hertha werden sie gepfiffen, gegen andere Teams werden sie nicht gepfiffen. Das ist einfach so lächerlich. Also ich kann vertreten, ja, dass man den Elfmeter gegen Hertha kontrolliert hat. Beim VAR, ja. Den darfst du nicht geben. Er schießt ihm aus 20 Zentimeter an die Hand, also genau, bitte. Genau, was ich dann aber nur nicht verstehe ist, ja, wieso hat man die Sache mit Niklas Stark nicht kontrolliert? Eben. Also quasi ich mein, den Nasen... Also, entweder kriegt er einen Elfmeter für den Nasenbeinbruch oder er kriegt einen Elfmeter, weil der Ball danach an der Hand war. So, aber ja, so ist es weder noch... Es wurde ja nicht mal angeguckt. Das ist ja das Schlimme. Ja. Es wurde nicht mal angeguckt. Alter, was ist mit Leclerc? Warum ist denn der nur 18 da? Ja, das ist so. Bei gleicher Bolinleistung siehst du im Teil, wer der gute Fahrer ist und wer nicht. Kubica ist auch 12. Was? Und Russell 13. Aktuell. Ja, der einzige wirklich von den guten Fahrern, der oben ist, ist Hamilton. Ja. Weil Hamilton auch ein erstklassiger Fahrer ist. Mag sein, er ist trotzdem auch ein ganzes Stück Arsch. Okay. Oh, Kubica 8. Ja, und mir hat Rekik einfach gestern leid getan, dass er quasi die ersten zwei Tore verursacht hat, so, ne? Für das erste konnte er nichts und beim zweiten war es einfach Pech. Ja, für das zweite kann er noch viel weniger eigentlich. Ja, das war einfach so, ja. Und Alter, man Kia muss hat einfach, auch 4, what the fuck? Ja, und man muss einfach auch sagen, wenn der Elfmeter gegeben worden wäre, wäre das Spiel vielleicht auch nochmal ganz anders verlaufen beim 2-2. Also im Nachhinein weiß man es nicht, aber... Das Spiel läuft eigentlich schon ganz anders ab, wenn er den Elfer nicht gibt, den ersten. Ja, na. Ach, fuck. Ja, wie, das hatte ja auch einer von den Jungs, von den Hertha-Jungs, den ich auch auf Twitter folge, hat ja auch geschrieben, dass das einfach alles nur sehr, sehr willkürlich ist. Also, dass der VAR sehr willkürlich entscheidet halt so. Das ist ein Joke. What? Das ist ein Joke. Weil ich zurück auf die Strecke fahre, werde ich disqualifiziert, willst du mich verarschen? Läuft der richtig? Läuft. Zwei ganz hinten im Feld und zwei ganz vorne aktuell. Ey, kann es sein, dass sie von Gasti das Gesicht verändert haben irgendwie? Das sieht so neu aus. Komm, Carlos. Weiß ich nicht. Ah. Oh, 2-0. Oh, die werden auseinandergenommen. Hui. Und am Ende verliert Liverpool wieder die Meisterschaft wegen einem Punkt.
Ich hoffe nicht. Wobei Manchester City ist diese Saison auch gar nicht so stark. Bis jetzt, muss man sagen. Also, die haben 4:4 Punkte liegen gelassen. Alter, Liverpool hat ja schon 8 Punkte Vorsprung vor Leicester jetzt. Warum ist Leicester eigentlich schon wieder Zweiter? Was soll sowas? Hat zufällig eigentlich heute jemand Dings gesehen? Den Doppelpass? Nein. Okay, schade. Ging es da wieder um Bayern? Ja, okay. Ja, Uli Hoeneß hat sich, ich drück's mal andersrum aus. Uli Hoeneß fand, dass sie zu schlecht über Bayern geredet haben, dann gab's kurzfristig eine Telefonscheite, ja, zu Uli Hoeneß, und dann hat er mal wieder Dampf abgelassen. Nicht sein Ernst. Also das ist aber jedenfalls doch Uli Hoeneß halt so, ne, der kann machen, was er will. So, ne, das ist so. Der hat kurz Thomas Helmer angerufen während der Sendung oder irgendwie so, keine Ahnung, und dann gab es eine Live-Schalte. Gott, ist das schlecht. Ja, nur ist. So, mal gucken, was macht Nico? Der muss es besser machen als ich. Ja, ich hol's im Rennen wieder raus. Ja, machst du. Wobei ich ja. Leclerc! Wobei ich sagen muss, Bayern hat es ja gestern stark gemacht. Gegen Dortmund. Er ist jetzt gerade in der Outlap. Ich sage dir, Hertha wird nicht mehr als 4 Punkte holen. Jetzt bis zur Rückrunde. Denkst du? Ja, wenn überhaupt. Wobei, haben wir jetzt nicht eigentlich die ganzen harten Gegner hinter uns gehabt schon? Nee, die kommen jetzt alle erst. Stimmt, Dortmund kommt noch, Schalke kommt noch? Nee, Schalke kommt nicht, aber als nächstes. Also, wir fahren jetzt als nächstes nach Augsburg. Ja, dann kommt eigentlich 3 Punkte Pflicht. Ja, dann kommt Dortmund, dann fahren wir... Nach Schalke? Nein, wir fahren nicht mehr nach Schalke, da waren wir schon. Ja, wir fahren noch nach Leverkusen. Okay. Wir bekommen noch Freiburg als Gast. Ja. Gladbach kommt auch noch zu uns. Also ich sag mal so, gegen Augsburg muss man punkten... Freiburg kann man punkten. Gegen Dortmund werden wir keine Punkte holen. Ah, nach Frankfurt fahren wir noch. Frankfurt? Ja, nicht wirklich. Also wir werden wirklich nicht mehr viele Punkte holen. Eben, sag ich ja. Bei mir ist gerade Bildschirm schwarz. Ist bei euch die Qualifier um? Achso, okay. Gut. Leclerc ist 10. Bin wieder da. Sehr schön. Guck mal, perfekt. Kubitz ist weitergekommen. Ja, aber es war doch erst das erste Qualifying. Ja. Also Marv, ich bin disqualifiziert worden, weil ich zurück auf die Strecke wollte und dann hieß es, ja. Alter, Hülkenberg 3. Nice, Junge. Aber eine Maschine da drüber. Egal. Digga, dein Podium kommt noch. Carlos ist weiter. Ui. Ich war doch 2. Carlos ist weiter. Achso, Carlos ist weiter. Ich hab 2. verstanden. Alter, wie geht's im Ohren jetzt? Ich hab ihm halt super Augen, da können nicht die Ohren auch super sein. Oh yeah, oh, Ferrari geht direkt denkt, schon. Super Augen Kubica auch schon auf dem Weg. Kiat auf dem Weg. Magnussen auf dem Weg. Vettel ist jetzt auch rausgefahren, glaube ich. Nee, es war Gio. Bottas raus. Lewis raus. So. Das ist der Luke, der da rausgefahren ist. Bei dem bleiben wir jetzt mal drauf. Nee, das macht mich nervös. Ja, ich geh jetzt auch mal drauf bei Luke. Ja, guck mal alle bei Lukas. Das ist schön. Ja, Hubi, ich guck da auch gleich hier. Ergibt sich gar nicht mehr einer, Hubi? Doch, ich bin jetzt rausgefahren. Ach, doch, da unten. Ich guck immer nach Rot, aber du bist ja pink. Ja, vorher war er Ferrari, jetzt ist er, glaube ich, mit... Er war vorher ein weißes T-Shirt ja, und ist leider mit Rot in die Waschmaschine gegangen. Muss denn die Reifen mal machen, Luke? Genau.
Das Schöne ist, hier auf der Strecke kann mir keiner die Anzeigen kaputt fahren, weil die alle an der Wand hängen. Das Problem ist, so sehe ich die auch schlechter. War in Australien die Ampel nicht so scheiße? Weiß gar nicht. Ich habe ja nicht das HUD aus. Er ist jetzt beim Lenken immer der. So? Ja, ein bisschen mehr Gas. Geradeaus rein, geradeaus rein. So. Oma schlimmer, aber. Ah, vielleicht sollte ich mal noch. Oh. Scheiße. Na, fuck. Ui. Oh. Ah. Ubi hängt leicht an der Wand. Alter. Ei, ei, ei. Entschuldigung. Kannst du direkt mal aufwischen gehen, ey. Und Luke setzt sich an die Spitze. Ui. 1:24.055. Ist jetzt noch nicht besonders schnell, aber er ist auch auf Medium gefahren, das geht schon. Und wieder gelb. Das war nur, weil ich langsam war. Achso. Gucken wir mal, was der Seppel so macht. Der ist jetzt in der Outlap. Ich denke, die Zeit sollte reichen, um in Q3 zu kommen mit gelben Reifen. Das ist das Wichtigste. Ah, okay, cool. Wenn Vettel auf ERS drückt, dann springt es direkt von 0 auf 5. Kein Problem. Yellow Flag, Yellow Flag. Vielleicht haben wir hier auch mal die Chance größer, dass ein Safety Car kommt. Ja. Mal gucken. Im zweiten Sektor war Vettel leicht schneller als Luke. Ja, im zweiten Sektor hatte ich nicht viel Leader. Bottas hatte die Leader im zweiten Sektor und im dritten Sektor Hamilton. Nur mein erster Sektor haut recht raus.
Abstand habe ich den 1,2. Oh, stark! 1,23,8. So, Ruby fährt jetzt seine Runde. Es ist wieder immer diese ja. Ja. Das ist echt schwierig. Geh die mittlerweile auch richtig langsam an. Das war knapp, Hubi. Na, scheiße. Von Hamilton hat den schnellsten Sektor 3, ist aber trotzdem 14. Richtiger Bobo, ey. Lohnt sich schon fast gar nicht mehr auf Gelb rauszufahren. Nee, eigentlich nicht. Ein paar drei Runden jetzt nicht, ne. Ne, war ja schon mein zweiter Versuch. Das ist. Ach, ja, deswegen meine ich ja bei klar. Drei schnellen Runden ja. Dann. Ja. Aber rein theoretisch könnte ich dann im dritten Sektor trotzdem mit. Nee, da kann ich ja nicht mit Gelb fahren. Könntest du theoretisch, aber bringt dir ja nicht. Ah, komm. Nehmen wir die abgenutzten, dann nehme ich neue Dings im. Ich habe jetzt auch nochmal die abgenutzten aufgezogen, die roten. Und falls jetzt nochmal knapp wird, fahre ich ja nochmal raus. Ja, aber wenn du ja eine schnellere fährst, kannst du ja die gelben nicht mehr nutzen. Ja, aber das ich fahre ja nur die schnellere, wenn es knapp wird, ansonsten breche ich ja die Runde ab. Achso. Wie in der echten Format. Ja, du bist immer noch Zweiter, oder? Ja. Ja, da wird nichts passieren. Möglich ist gerade eben, war fährt ja irgendwie keine Ahnung, was für ein Platz jetzt ist er erster mit 0,2 vor mir. Ja, aber nochmal 2,3 Sekunden hinter mir hat aber den schnellsten dritten Sektor, also da ist was drin auf jeden Fall.
Er ist aktuell Vierter. Geil. Mhm. Leclerc fährt nochmal ein Ründchen. Ey, Kubica auf 10, ey, was ist denn da los? Albon und Verstappen so schlecht im Moment. Es geht so nicht. Ah, ich bin so ein Idiot. Oh. Warum? Wolltest du jetzt nochmal raus, oder was? Nee, ich wollte eigentlich in die Box fahren. Oh, machen wir es so. So ein Idiot. Da hat dich sogar noch jemand geholt. Ah. Hamilton wahrscheinlich, oder? Möglich. Weil der war gerade neben mir gewesen. Oh, Perez auf 2, what the fuck? What the fuck? Ja? Okay, halt, ne? Carlos ist raus. Carlos raus, Hulk raus, Albon raus. Du wolltest ja auch die Konstrukteurspunkte aufschreiben, oder? Am Arsch. Perez ist OP. Er ist einfach nur ein guter Fahrer, zeigt einfach nur, was für ein schlechtes Auto er ist. Oh. Racing Point. Den pinken. Ja, Anni muss alles lernen für nächstes Jahr. Anni kennst du schon gut aus. Hey Boys, ich krieg nächstes Jahr Gehalt, ja. Nee, ich krieg nächste Woche Weihnachtsgeld. Wir sollten uns dann mal an die Bestellung der Tickets machen, ne? Jo, also ich müsste zusammen mit Geburtstagsgeld sollte das passen. Also das Geld für die Karte habe ich, aber den Rest müsste ich nächsten Monat bezahlen. Ja gut, das kommt ja alles erst später. Ja, wir betonen ja eh erst nur die Karten. Richtig. Gut. Mit das Geld habe ich von meiner Oma zu. Hast du ihr gesagt, hey, ich will unbedingt zur Formel 1? Nimmst du mich mit? Nee, das weiß sie erst hinterher. Wusste sie erst hinterher. Ach so. Aber mein Opa war riesen Formel 1-Fan, deswegen freut sie das. Ja, alles gut. Findet Lennart.
Willst du vorbei, Hubi? Nee, nee, ich bleib hinter dir. Okay, also Anka wird wahrscheinlich auch mitkommen. Sehr gut. Das heißt, dann haben wir alle außer Daniel. Quatsch, alle außer Michi. Michi muss mitkommen. Michi muss um 36 Uhr im Frühstück sein. Frankenthal, seid ihr gut drauf? Nee, Michi hat das Frühstück mit einem ja. Ja, aber Hubi hat angefangen damit, dass er um 6.30 Uhr beim Frühstück sein will. Ja. Ja. Wir hatten ja auch gar kein Frühstück mitgebucht und shit. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir welches mitgebucht hatten. Aber im Nachhinein war es sogar besser, dass wir keins mitgebucht hatten. Ja. Ich hoffe, diesmal ist es nicht so, dass der Rewe oder was für ein Laden auch immer es in Ungarn gibt, keine Ahnung, dass der genug Eis hat. Nicht Rewe. Ich glaube Ungarn gibt's das glaube ich nicht. Nee. Ich dachte da gibt's Kaufland, aber. Ungarn nee, ich glaube nicht. Bulgarien, die ganzen osteuropäischen Staaten. Sehr viele. Auch Kaufland hat noch deren Standort. Nach Australien. Australien gibt's ja auch bei Kaufland. Echt? Ja. Wer ist denn das Name? Beide? Kaufland. Das ist doch ein Eigenname. Wie soll das denn aussprechen? Kaufland. Kaufland. Nein! Oh mein Gott! Oh, scheiße, letzten Sektor so verkackt. Oh, Hubi! Ja. Oh, den letzten Sektor verkackt, Mann! Also die letzte Kurve, ich bin da, hab die Wand geküsst. Ruby, warum so konzentriert? Alles gut? Nö, bin doch nicht konzentriert. Nein, brauchst du 5 Minuten zum Antworten. Huch. Moin, kann man mitfahren? Ja, jetzt in der Session nicht mehr, Leon SF. Da ist jetzt vorbei. Beim nächsten Mal vielleicht. Ach, bist du noch eine Runde gefahren, Luke? Nee, du, da bist du gerade reingeschoben. Kann doch im Rennen dazu stoßen. Ja, aber. Nein. Nein. Ja, aber nein, ja. Nein. Ja, aber nein. Schwierig, jemanden kennenzulernen, den man nicht kennt, wenn der gerade neu ins Rennen reinkommt. If you know what I mean.
Hast du dir eigentlich das Spiel angeguckt, Baltimore gegen New England, Marcel? Nee, es war ja mitten in der Nacht, das war ja Monday Night Football, glaube ich. Ja. Also, nein, habe ich nicht, aber ist aber, okay. Aber ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so eine Packung bekommt. Gut, ich bin aber froh, dass es so eine Packung gab, weil so hört dieses Perfect Season Scheißdreck auf. Dann weiß man jetzt so nochmal, wo man dran arbeiten muss und so. Na. Dementsprechend finde ich jetzt alles gar nicht so schlecht. Yo. Lukas, wir sind über eine Sekunde schneller. Fährst du nochmal raus? Er will unbedingt die Pole haben. Ja, soll man machen. Ich muss ja meinen Reifenvorteil ausnutzen. Na, bringt dir aber nicht, wenn du in der ersten Kurve weggecrashed wirst. Hubi, dann fahr doch halt mal vernünftig, dann crasht er auch nicht. Kommt jetzt etwa die flinke Gefahr hier, oder was? Das habe ich gerade nicht verstanden. Aber Hubi, ich dachte, wir schieben uns gegenseitig die Punkte zu, wurde doch immer gesagt. Ja klar. Und ich habe doch Welpenschutz, weißt du doch. Ja. Du hast schon lange keinen Welpenschutz mehr. Ja, sag das mal. Keine Ahnung, wer auch immer das geschrieben hat. Ja. La 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 la. Ach so. Warum brichst du denn ab, Lukas? Weil ich schon 0,3 rüber war, weil ich einen Fehler hatte. Okay. Ja, eine Runde schaffst du noch, Luke. Wir räumen jetzt gleich von hinten auf, Marv und ich. Das wird witzig. Marv, bist du überhaupt noch da? Er ist weg. Der ist eingeschlafen. Ich glaube auch. Marvin, aufwachen und 2 Minuten geht's weiter. Peres, verpiss dich. Torpedo aus dem Weg. Blue Flag, Blue Flag. Take me to Russia, take me to Russia, take me to Russia. Alter, Junge! Ist der Typ eigentlich behindert? Er ist Torpedo. Er ist Torpedo. Reicht nicht. Schade. Alter. Willst du mich verarschen, nur wegen scheiß Kwiat und Peres?
Kürbisboy auf dem Weg. Bram, 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 bram. Oh, Leon SF90 war so traurig, dass er direkt den Chat verlassen hat. Mm. Ja, aber nein. Ja, aber nein. So wirkt man neue Fahrer an. Ja gut, wir wollen ja keine Liga in dem Sinne haben, also ist uns das eigentlich vollkommen wurscht. Was gräbst du denn Vettel da rum auf dem 10. Emmet noch. Boah! Oh, heute ist irgendwie. Mein Greenscreen kommt irgendwie nicht so gut mit meinem Renault-T-Shirt klar. Ist in Orange ein bisschen grün drin? Nee, aber ein grün ist gelb drin und deswegen ist es, glaube ich. Achso, ich kenn jetzt die Farbpalette nicht. Ah. Kürbisboy auf der 1. Aber warum? Warum steht bei mir noch 0,4 plus, obwohl ich eigentlich 0,3? Oder hast du nochmal eine Runde gefahren? Er ist eine Runde gefahren und dann hat er sich nochmal verbessert. Ja. Ich konnte das doch nicht so stehen lassen, dass der Abstand so knapp zwischen uns war, Lukas. Ist ja egal, ich bin ja, ist ja trotzdem kein Unterschied. Du bist Erster, ich bin Zweiter. Du schaust auf Rot, ich schaust auf Gelb. Ja, erstmal musst du fehlerfrei mit den Gelben fahren. Ja, ja. Aber euch zwei, da sind gleich die ersten zwei weg. Ja. aber kannst du jetzt nicht mehr sagen, der Renault ist schuld, aber. Nee, dann sage ich jetzt, der McLaren ist schuld. Und daher. Der McLaren Renault. Ah. Ja, McLaren Renault. Renault. Renault, no, 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 no. No, 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 no. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was? Das habe ich mir meins jetzt bestimmt. Ja, dann nehme ich lieber die zweite Taktik. Okay, bereit. Als ob ich 22 Runden mit den Weißen durchfahre, ey. Warum nicht? Nee. Warum nicht? Mich würde jetzt natürlich nur interessieren, was Lukas fährt. Ob der gelb-weiß fährt oder. Wahrscheinlich soll er gelb-rot fahren. Aber nein. nicht in der Einstopp. Doch, klar. Nee, glaube ich nicht. Ich habe auch eine Einstopp mit rot-gelb. What the fuck? Ich habe gelb-weiß. Ich habe auch rot-gelb. Nur kurze Frage, Lukas, wie lange sollst du brauchen bei Gelb-Weiß, von der Zeit her? 41 Minuten 56,6. Ha. Und bei meiner anderen ist Gelb-Rot-Gelb, da brauche ich 42,4. Was? Alter, selber doof, Alex. Oder nehme ich die Weißen? Aber eigentlich könnte ich auch Gelb-Rot-Rot fahren. Du könntest auch Gelb-Rot-Rot fahren. Was zeigt er dir denn bei Gelb-Rot-Rot an? Wahrscheinlich Ähnliches. Ach komm. Wahrscheinlich werden die anderen alle ein Stopp fahren, aber ist mir egal, dann fahre ich zwei Stopp. Bei Gelb-Rot-Rot ist auch 42,4, ein bisschen langsamer. Ich muss nur noch ganz kurz was einstellen, Dudes, dann können wir gleich anfangen. Naja.
Also ich könnte auch gelb-rot fahren, rein theoretisch mit Einstopp, aber bin ich nur 0,051 schneller. Und meine Reifen gehen halt übelst in den Arsch. Wäre es mir nicht wert. Also mir zumindest. So, ich bin fertig. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Alles klar. Was ist denn hier passiert? Fußspuren. Fußspuren? So. Mach von dich hier hinten. Ram. Machst du so wieder ganz schöne Spielchen hier? Ich mach gar nix. Also immer wieder neben mir, komischerweise. Wenn du so langsam bist, da kann ich nix hören. Kann ja nichts so für die anderen sind der, hier. Der sagt so gerade bei mir, in 10 Minuten soll der Regen etwas abklingen. Also ich sehe keinen Regen. Wetter Bericht. Deine Mutter hat Interference. Wetterbericht. Wetterbericht. Er sagt der Funkrausch, was ist los? Mach mal deine Funkanlage heil, ey. Wetterbericht. Conditions look stable at the moment. Aha. No rain currently expected. Dry seem like the fastest tire at the moment. Warum? Ich wollte nur, dass wir alle nah aneinander sind. Die Schnauze. Ja. Denkst dran, Rubi, ich bin in. Oh Gott, der Start wird jetzt eine Katastrophe mit euch beiden da vorne. Lop. Hey, bitte lass die NPCs nicht reinstechen. Die werden reinstechen. Lack euch. Boah, Gasly! Oh. Fahr los! Boah, die quetscht mich hier ein! Boah, Alter, ich wurde voll angeschoben. Boah, Alter, die haben mich mitgezogen, Alter. Hier fliegen Teile. Oh, er fummelt mir am Arsch. Okay, Williams ist weg. Den hast du schön weggedreht. Ist irgendein Teil kaputt. Oh. Ist irgendein Teil flöten gegangen. Irgendjemand hat mir was kaputt gemacht. Oh, gelber Frontflügel links. Der Pisser ist voll Kopflinie gefahren. Wie hat denn Bottas geschafft, dich zu überholen, Lukas? Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin weggerutscht. Ah, scheiße. Aber ich habe ihn wieder zurück überholt, aber der ist voll Kampflinie gefahren, das Arsch. Ja. Ich hoffe, du hast keinen Schaden. Nee, alles gut. Okay. Ich hab die Toro Rosso, Alter, voll mitgezogen. Wir haben die Reifen aneinander verkeilt. Die haben mich voll irgendwo reingedonnert. Oh, mit einem eigenen Teamkollegen hier. Uiuiui, Renault, Alter, die hauen sich gegenseitig raus. Wo ist
Seins, Alter, zieht da mal richtig raus hier. Boah, Toro Rosso ist aber wirklich, Alter, die machen ja richtig krass Kampflinie, Alter. Seh schon, Alter. Alter, Junge, da fummelt mir richtig am Arsch rum. Geh weg, Giovinazzi. Keiner mag dich. Seins, verpisse dich, Junge. Scheiß auf McLaren, Junge. Weg mit euch. Oh, Alter. Digga, ich rutsche hier so übelst in der Kurve. Oh, die Kurve kriege ich gar nicht mehr so gut, also mit dem gelben. Diese schnelle Rechtskurve, ich rutsche immer weg. Hab ich auch das Problem. Gelbe mein. Alter, Sainz und Gasly, die blocken mich so hart. Die sind übelst krass, Alter, am Verteidigen, ey. Da bin ich irgendwie vorbeigequetscht. Voll die Kampflinie. Aber alle. GG, Leute, GG, Leute. Netter. Oh nein. Oh Gott, Hubi. Aber es ist glücklicherweise nichts passiert, aber überholt mich alle. Alle noch nie. Hast du keinen Frontflügel schon? Nein, ich habe mich nur einmal 360 Grad Drehung gemacht. Ich habe keinen Schaden, keinen Damage, aber ist natürlich jetzt alles hinüber. Aber ist egal, passiert. Lobby. Ah. Oh Gott, boah, Alter, mit den gelben komme ich um Rechtskurven nicht mehr so gut, ey. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Reifenstatus. Ach, so nah aneinander alle. Ah, ich nicht. Ich habe schon ziemlich viel Abstand. Hast du ihr Frontflügel kaputt gemacht? Nee, einfach nur zu spät gebremst. Ich wollte niemanden reinfahren. Bei Marcel. Bei dir hab ich gesehen, Hubi, du bist ganz schön ausgewichen. Ja, ja, ich wollte. Komm vorbei, Marcel, ich bin grad einfach zu langsam. Danke. Ja, Reifen sind jetzt ganz schön am Arsch, wenn du die ganze Zeit auf die Wiese und Kies und alles kommst. Ja. Ja. Oh, ich bremse hier einfach immer viel zu früh. Ja, da fährt Giovinazzi. Wow. Was ist denn passiert, Marcel? Wow. Gasly ist mir hinten reingefahren oder so, keine Ahnung, irgend so ein Spasti und dann konnte ich nicht mehr rechtzeitig. Oh! Yo, Alter, was war denn das für eine Bremsung, Raikön, Alter? Hast du Brake-Testing gemacht, Alter? Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Kubica ist mir hinten reingefahren, die dumme Sau. Alter, der ist ja übelst hart gebremst, Alter, der Raikön, oder? Alter. Nein. Hab ich nie mit gerecht. Fuck, Alter, war so gut. Bin ich wieder angekommen, Alter. Und wo seid ihr aktuell? Raus. Bin ich 17 da. Nico in der Box, Frontflügel, Russell in der Box. Frontflügelschaden, 15. Ich hab auch orange bekommen durch Raikön. Ich bin jetzt voll auffahren. Bin hier fast ausweichen, aber. Oh Leute, das Alter, war's. Weiß lässt sich ja mal richtig geil das fahren, war's. Alter. Ach, scheiße. Alter Junge, das ist ja zum Driften gedacht, die Dinger, ey. Das war ziemlich kacke. Oh, Alter, Junge. Ich kann sagen, was zu sagen. Weiß kann ich nicht empfehlen. Ja, ich gehe jetzt aber auch auf Weiß. Alter, würde ich dir nicht empfehlen. Ich geh lieber auf Gelb und dann nochmal Rot, ey. Hä? Ja, wow.
Die haben mir rote gegeben. Ja. Alter. Er musste am Ende nochmal auf gelb gehen. Das ist jetzt natürlich blöd. Ah, ist egal. Ja, okay, dann fahren wir so. Ah. Das ist ja schon okay, wieder so, so belastend, jetzt gerade mit dem Rausfliegen. Ja, vor allem die Scheiße, ich komme eigentlich niemals mit dem roten. Na, okay, müssen wir mal gucken, wie viel ich fahre. Muss jetzt 9 Runden fahren, okay. Ach, ist egal. Ah, zum Zuschauen. Verband. Bin mal gespannt, wann die ersten NPCs an die Box gehen. Waren einige schon. Ja, aber nur Hückenberg und Russell. Die haben sich aber, glaube ich, irgendwo Damage geholt, deswegen. Hm. Und ein Wilms hat sich ja an mir irgendwie verkeilt und gedreht. Boah, Luke, das war gerade auch ein bisschen drifty. Ja, ich drift schon die ganze Zeit hier, das ist echt schlimm. Gelb? Ja. Weiß ist denn so schlimm? Weiß schlimmer mit den Driften oder? Ja, ich finde Weiß ekelhaft, also ich komme keine Kurve ordentlich rum so. Ich überlege, ob ich auch die 2 Stopp gehe. Was ist die schnellste Runde? Was? Boah, Alter, fast weggehauen, ne? Kann er währenddessen schon mal mein Lenkrad abbauen, ich brauch's nicht mehr. Ja, Verbindung zu Controller getrennt, bla bla. Ah, ich glaube im Bahrain fahre ich erstmal wieder mit Fahrhilfen. Ah. Das war jetzt sehr belastend. Fahrer vor mir.
Ruby, was war deine schnellste Zeit? 1,27,1. Ja, danke. Oh. Dann wird eigentlich auch einiges sehen. Magnus ein Erster. Boah, vor mich teleportiert, Alter. Oh, teleportierst dich. Und bitte nehm mich rein, bitte nehm mich rein. Oh Gott, sorry. Das könnte jetzt spannend werden hier. Nee, ich schon vorbei, Rot. Schaltest du selber, Marv? Nee. Dann macht dein NPC komische Sachen. Also manchmal schalte ich runter, wenn's sein, wenn ich damit besser rumkomme. Oh Gott, ich bin weggerutscht. Das sah komisch aus. ich habe gerade einen spitzigen Daumen hier, ich muss die ganze Zeit nachsetzen. Das war ja nur Rubis Controller. Oh, Hubi! Huh. Ja. Es ist so ärgerlich, ich verliere hier so viel Zeit. Ja, Bremsen gehört dazu, Hubi. Ja, nee, Problem ist, dass dieses... Ja, die Kurve kam vollkommen aus dem Nichts, schon klar. Nee, aber dass Marv sich dann noch so kurz vor mich gesetzt hat, das war dann so ein bisschen... Ja, es ist unglaublich, dass... ich nicht wirklich wegkomme von ihnen, aber... Oh, da hab ich zu lange. Wer ist denn der Williams, der da steht? Das war Russell. Josh Russell. Russell. Oh, Albon ist ja auch raus. Ja, auch nicht mitgekriegt. Ups. Ihm gehört das Headset, was so rauscht. Ich glaube, Hubi Science ist das. Nee. Ne? Was ist das auch, das... Okay, jetzt ist es weg. Ich hatte auch das Rauschen gehört. Okay. Aber ein schöner Kampf, Hubi. Die Scheiße ist, ich hab mir den Frontflügel angehauen gehabt, deswegen muss ich jetzt 20 Runden auf den Weißen fahren. Dann sich jetzt hier wieder Russell. Ah, okay. Ah, jetzt zurück. Beide Williams hier vor mir. Okay. Dings fährt auch eine Einstopp-Strategie, Hamilton. Der fährt auf Weiß. Ja, bei mir wird es schwierig. Ich hätte vielleicht auf zwei Stopp umwechseln sollen.
Also ich so früh auf weiß gegangen bin. Wenn ich mit den Weißen klarkomme und zur Not wechsle ich am Ende nochmal auf Rot. Überleg ich auch. Wo beide klärt, glaube ich auch zwei Stopper. Der ist von Rot auf Gelb gewechselt. Ja, scheiß die Wand an, ey. Wegrutscht. Ja. Das ist so lächerlich, ey. Aus dem Nix. Auf einmal zieht dich komplettes Arsch weg. Mhm. Ach, das ist. Du bist langsam vor mir, was macht der? Ja. Das ist normal, der ist immer so. Ja gut, das ist Williams, ja. Ja. Kann ich dir keinen Vorwurf machen. War Gasly schon in der Box, Marcel? Nee, ne? Gasly. Nee. Wow. Jetzt trägt mich mein eigener Teamkollege raus. Ach, das ist ein großes Kino. Ganz, ganz früh. Ja. Er war schon zweite Runde oder so in der Box. Wow. Ja, jetzt war ist er wieder in der Box. Ja. Danke, 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 danke. Vierter! Boah, Marv, Alter. Ja, ich muss nochmal in die Box hören, hundertprozentig. Nochmal rote. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Oder ich mach Risky und. Ich war kurz draußen, wo ich wieder hier Markus überholen musste, aber das war's dann auch. Sonny hier in der Kurve nervt aber nicht ideal. Ja, ach. Bremst doch mal, Alter. Du bremst verlieren. Ja. Ara vor mir. Warum, Alter, schwitzt er so? Ja. Nein. So wie es aussieht, hole ich Hamilton ein und durfte eigentlich nicht sein. So schnell, also. So krass, wie ich den einhole. Aber wir müssen nochmal auf 5 Schwierigkeit höher machen. Ich glaube auch. Ich fahre den easy weg und ich hab sogar Fehler in meiner Runde.
Ja. Ich komm halt ganz entspannt ran, so, obwohl ich auch immer mal Fehler mache. Ja. Ja, bei mir sieht's heute beschissen aus. Ich wurde jetzt schon überrundet. Du wurdest überrundet? Ja. Na, ich bin, hatte mir Flügel angehauen, hab mir weiße geholt, erst ohne mit dem weißen Flügel angehauen, jetzt auf den gelben. Und ich bin jetzt hinter Leclerc und du hast mich gerade überholt, wo ich in der Box war. Achso, hab ich gar nicht mitbekommen. Und hab jetzt die ganze Zeit schön blaue Flagge. Obwohl ich eigentlich den wegfahre. Das ist. Naja. Ich glaube, wenn du einmal überrundet worden bist, dann hast du die Arschkarte. Kommst du dann nicht mehr so schnell raus. Alles klar, ja. Ey, warum geht der Wagen nicht einfach kaputt dann? Mein Hamilton erwischt. Force India ist ein Panzer. Ey, ich gehe jetzt echt zum fünften Mal in den Boxer, so um mir einen neuen Frontflügel zu holen. Alter. Ey, das ist. Dann soll das Auto einfach kaputt gehen. Aha. Also. Alles klar, endlich ist der Reifen kaputt. Oh. Bin ich wenigstens nicht der Einzige, der tot ist. Nö, die eine Kurve hat mich gefickt. Ich hab mir da 4 oder 5 Mal den Flügel angehauen, aber nie ist der Reifen kaputt gegangen. Aber diesmal hat das Spiel mit mir Erbarmen gehabt. Diesmal hab ich's geschafft. Diesmal hab ich's geschafft. Nee, natürlich war es nicht meine Absicht, aber... Ich konnte, selbst wo ich da langsam rumgefahren bin, hat's mich immer weggehauen, keine Ahnung. Lag so ein bisschen auch am Setup. Naja, wenn man das Ungarn-Setup nimmt, dann... Nee, ich hab mein Standard-Setup genommen. Aber das war irgendwie, selbst das Standard-Setup war einfach für diese Kurve einfach. Da konnte ich nichts machen. Ah, schade. Naja. Gucken wir mal noch ein bisschen Marv zu. Da ist noch ein ABS hier. Nee, bei dir ist es... 4. Da. Oh, bist du direkt an Hamilton und Leclerc dran? Ja. Schnappt er ja, sich auch noch. Wahrscheinlich nochmal rot holen. Mal kurz als Frage, könnt ihr mich jetzt noch hören? Ja. Ja. Okay. Dann funktioniert das Feature nicht.
macht ein Leclerc? Ach, der gemacht rot, gelb, rot. Ah, oh, 35. Ja, also 46 hinten links, Alter, hab ich ja richtig, Oh, ja, das wird knapp. Das schaffst du nicht bis zum Ende, glaube ich. Das würde ich nicht schaffen, Alter. Ich denke mal, ich gehe jetzt nächste. Alter, Junge, schieb mich doch nie an! Mercedes halt, wa? Okay, Kollege, Alter, so ist das Spiel. Okay, ja, dann klappt das nur so, wenn ich das runterdrehe. Aber jetzt hört ihr mich, oder? Ja. Okay, gut. Denkst du, ich habe jetzt so den Schieber auch mal zur Seite? Ich habe 27% hinten. Boxenstopp. Naja, ich merke auch schon, wie hinten die übelst eklig werden. Oh, oh. Oh, Marv! Jetzt schmeiß es doch nicht mal weg! Alles unter Kontrolle hier, ich wollte noch mal ein bisschen driften. gehe ich jetzt erstmal rein, das geht wirklich nicht mehr klar. Naja, wir werden eh mich übelst viel überholen. Mal gucken, wo ich rauskommen werde. Ja, rein theoretisch könnte ich mir noch vorstellen, unter den Top 10. Vielleicht. Teilmäßig kann ich das nicht abpassen, ey. Ja, mal. Ja, 10. Gut. Jetzt gibst du einfach Gas und dann holst du noch ein paar mehr Punkte. Das ist doch kein Problem. Los. Plan. Ich fahre zwar nicht mehr so sauber wie mit Aktionskontrolle, aber trotzdem schneller. Merkt man eindeutig. Ja, ja. Egal, ob ich ein bisschen schlitter manchmal oder so oder wegrutsche, bin trotzdem dann schneller. Oh, Sektor 2 sogar beste. Ja klar, jetzt hast du ein leichtes Auto, schnelle Reifen. Ja. Na gut, das stimmt. NPCs sind nicht so stark. Oh. Fahrer vor mir. Ja, die sind alle ziemlich nah dran, also wenn ich immer rankomme. Yeah.
schnellste Runde macht. GG. Oh. So kann man es machen. Ich, wie sich Basti gefühlt haben muss, wo er hinter mir hergefahren ist. Ach Basti, der soll mal nichts so tun. Verstappen. Nee, hätte ich inne. Oh, nochmal der Klopp, ja. Was ist jetzt? Bin ja mal. Oh. Nee. Nee. Hab ein bisschen Tunnelblick, muss ich sagen. Ja, den brauchst du aber jetzt auch so ein bisschen. Muss dir Leistung zeigen. Ja, da mache ich die meisten Fehler. Ich muss eigentlich ganz entspannt bleiben. Aber die kämpfen schon. Ja. Leclerc, ey, was macht der so weit hinten? Da läuft doch irgendwie ganz viel falsch. Bei mir leckt's gerade. Er hat sich teleportiert. Oh geil. Ah ja, Haas gegen Ferrari. Nice. Das Problem ist halt auch der S, Alter, ey. Aber der zieht dort nicht vorbei. Das ist ein bisschen gerade hier. Oh. Oh. Das war knapp. Ja. Boah, wir machen die, Alter. Alter. Richtig dangerous, ey. Oh. Boah. Alter. Oh, bitte hau mich nicht an die Wand, bitte hau mich nicht an die Wand. Oh. Nee, hab ich Angst. Verständlich, so wie die beiden fahren. Ohne Spaß, ey. What the fuck? Aber gut, jetzt komm ich wenigstens vorbei an Dings und dann. Ich die Claire mir holen. So. Ey, Kollege, kommst du vorbei? Ey, geh mal weg, ey! Lass mich mal Ruhe! Alter, ein bisschen gekuschelt, ey. Ganz leicht, Alter. Ist auch ein extra Punkt für schnellste Rundenzeit, oder? Ja. Ja, wirst du aber wahrscheinlich nicht kriegen, weil Lukas sich die jetzt holt. Der wechselt nochmal, oder? Der hat schon gewechselt.
Oh, Assi. So was gönnt er mir nicht mal. Ja. Ich muss jeden Punkt mitnehmen, den ich nehme. Bevor du dich wieder raushaust. Ja, richtig. Kann ich verstehen. Komm, mach Platz. Oh, Alter. Nice. Wenn ich nix. Kimi auf. Oh, Kimi kämpft damit. Vettel, ey. Ey, du könntest echt noch Vierter werden, wenn du die drei da kriegst, die in einer Reihe fahren. Ja. Machst du mich noch nervös hier oder was? Nee, ich will dich anspornen. Achso. Was die machen dort vorne, Alter? Aber die Schnellzone hat sich Luke noch nicht geholt, oder? Naja, aber. Nee, ich hatte ja gerade auch die Outlap erst. Ach so. Das ist jetzt meine erste Schnelle. Hm. Ja, oh, jetzt kommt mal Leclerc hier vorbei. Nix da, Kollege. Alter. Der, Alter. Kollege, oh, wir kämpfen hier, Alter. Nix da, Kollege. Hau mal ab. Ja, man muss manchmal auch hardcore zurückschlagen, hier so wie die hier fahren. Keine Schwäche zeigen. Du aller Mäus-Gucker. Stärke zeigen. Sorry, Marv. Geklaut. Alter, Marv. Ich nix. Jetzt ganz gemütlich zu Ende fahren. Au! Wir sind aber gemütlich. Ich hab den Abstand schon wieder. Hau ich mal ganz schnell ab jetzt hier. Geh nochmal kurz. Aber ganz schnell. Runden. Oh Gott. Erstmal die letzte Runde 3,4 Sekunden langsamer, weil ich übelst vorsichtig gemacht bin. Aber trotzdem immer noch Zeit auf Hamilton gut gemacht. Ja, deswegen also. Deine beste Zeit. Die KI müssen wir unbedingt hoch machen. Was ist denn deine beste Zeit? 1,24,1. Schaffst du nicht mehr mit den alten Reifen. Nee. Würdest du nur wissen. Du hattest 1,24,5, glaube ich, oder so, ne? 1,25,3, hab. Ach, 1,25, oder? Ja. Ja, gut. Ja, ist ungewohnt mit ja, Traktionskontrolle, aber ich muss sagen, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall mehr Laune, weil man sich manchmal mehr fangen muss, so. Ja. Fährst du auf Mittel oder ohne? Mittel. Ja, okay. Ohne wert zu. Da würdest du ja auch nur im Kreisfahren sehen. Deshalb, ja. Da würdest du mich immer noch am Start irgendwie sehen. Und ein paar Donuts machen. Aber in Körbs habe ich ein bisschen Angst, so. Hat mich schon öfters jetzt mal. Und ganz schön was weggehauen. Hm.
Oh! Nein! Oh no! Das gibt's nicht! Diese ja, das war ich für den Körper. Eigentlich gefühlt ganz. In der letzten Runde, das war nicht dein Ernst! Ja. Mach mal das Visier runter. Aber ganz weit runter. Oi. Ja, auf den Kopf weggerutscht und dann. Das war, glaube ich, Hubi, deine Stelle, oder immer? Ja, ja. Das wäre nie was passiert. Ja, und mir haust direkt gleich alles weg. Ja, okay, war schon bitter. Schade. Ja, passiert. Luke, verdienter ja. Sieger. Naja. Ja, schlimmeres. Ich hatte einen Fehler drin. Da, wo ihr beide rausgeflogen seid, habe ich mir einmal den Frontflügel angehauen. In der 9. Runde. Deswegen bin ich auch direkt auf Weiße gewechselt. Das war der einzige Fehler, den ich groß hatte. Schade war's. Erstes Rennen, erster Sieg. So kann's weitergehen. Läuft bei dir, Luke. Läuft bei dir. Oh, bei mir ging es eigentlich. Bei mir war auch ganz gut. Bis zur letzten. Naja, bestes Team ist jetzt. Mercedes jetzt. Nee. Ich meinte nicht von der Leistung her. Carlos 10. Ja, gut. Ein Punkt mitgenommen. Wichtig. Guck mal, 27 Punkte für McLaren, Alter. Magnus. Ja, auf jeden Fall würde ich auf jeden 5er noch hoch machen. Naja. Also gerade eben, wo ich dann auf die Roten gewechselt bin, also gut, Hamilton hatte die alten Weißen, aber wo ich auf Rote gewechselt bin, ich habe Hamilton in der einen Runde 5 Sekunden abgezogen. Alter. Ja, okay. Ja, ich habe die aber auch easy eingeholt, so. Bush hat halt, also bei irgendjemandem bricht das halt sogar ab. Ich glaube, das ist Marcel. Ich glaube auch. Das kann nicht sein. Alter, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gerade warst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gerade warst. Wie das ja, das kann nicht sein. Ja, oh, geil. Ach, schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, haut rein, bis nächste Woche. Tschüss.